muss dir was sagen. Ich bin HIV-positiv. 10 Dinge, die du nicht tun solltest, wenn sich jemand als HIV-positiv outet. Was? Aber dann können wir uns ja gar nicht mehr küssen. Ja, und dann können wir das ganz einfach auf diese Art und Weise hier machen. Ich bin positiv. Schön, dass du endlich auch deine Chakren aktiviert hast. Seitdem ich das gemacht habe, bin ich auch viel positiver. Du, ich hab HIV. Ach, ihr Deutschen, ich hab die Macher, das ist LSD, Ecstasy, AIW. Wir Franzosen, wir bleiben einfach bei unserem Wein. Oh mon Dieu. Ich bin HIV-positiv. Ach, Scheiße. Ich krieg hier heute nichts gekettet. Was ist denn los? Ich bin total durch den Wind, weil ich vor kurzem erfahren habe, dass ich den HIV-Virus habe. Ja Mensch, Junge, musst du auch die Hosts in der Registry blockieren und dann passiert das auch nicht. Moment. So. Du, ich bin HIV-positiv. Was kriegen wir noch hin? Ey! So ist besser. Boah, weißt du, ich bin total fertig. Ich habe jetzt erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Gut, dass du es mir sagst. Ich muss sowieso noch einen Test machen. Ich bin positiv. Ich bin negativ. Lass uns Spannung erzeugen. Du, ich bin HIV-positiv. Echt? Wann ist es denn soweit? Sag mir mal einen Termin, dann kann ich mir den frei halten. Ich kenne da voll den guten Bestatter. Der hat das auch schon bei meiner Oma gemacht. Ey! Der macht voll den guten Freundschaftspreis. Das meine ich tot ernst. Ich bin HIV-positiv. Okay. Ist ja nicht schlimm. Und so machst du es richtig. Wo guckst du denn hin? Was ist denn los? Naja. Ich finde halt, bevor wir uns jetzt näher kommen, solltest du schon wissen, dass ich HIV-positiv bin. Ist doch kein Problem, dann benutzen wir halt Kondome. Oh, das ist süß.